Letztes Mal bei den Raketenagenten. Wir müssen uns ja nicht unnötig provozieren, Weber. Aggressive Spiel. Ich hab hier ein Visier. Du musst Z drücken und dann den Bumerang werfen. Oder du wirfst den Bogen im richtigen Winkel. Ich bin traurig, die Idee funktioniert. Ich werfe den Bogen einfach rüber. Den Bogen ist auch richtig gerade. Das ist echt so ein Seifers. Ach, jetzt, Oh, die Fit. Das ist, was ich meine. Fertig. Aber der gibt dir Magie. Oder zumindest was. Give magic. Schleudermaschine. Ah. Funktionssparungsmaßnahmen. Alles weg ist. Da wird aber keine Magie drin sein. Ich bin über die Kiste gestolpert. Yay, die verbrauchte Krabbelmine. Die sind da drin, wenn man die hier braucht, im Raum. Wasted! Komplett wasted! Oh, na. Ja. Krabbelmine. Do it now. Perfekt. Du kannst es anvisieren, dann lässt du das, glaube ich, los. Nice! Auto-Aim. Sonne grinst. Das ist schön. Die Sonne lacht euch ins Gesicht, Freunde! Nö, ignoriert ihn. Okay. Er gibt dir eh keine Magie. Wenn er mir keine Magie gibt. Keine Magie, kein. Kein Deal. Aber in den Töpfen, da könnte Magie drin sein. Erstmal würde ich nach oben gucken. Nee, machen wir erstmal die Töpfe. Da oben nix. Da oben geht's weiter. Oh nein. Mager aus wohl. Aber keine Magieausbeute. There we go again. Danke für die Heilung. Heilung durch Schmerz. Ja. Erfolgversprechen, würde ich sagen. Töpfe sind nicht sehr. Nicht sehr magiebig. Tragreich. Weil du könntest hier nämlich Feuer gerade gebrauchen. Ja, in der Tat. Das muss ich jetzt mit dem Depotstab machen. Ich überlege gerade, wo die nächste Flamme dafür ist. Aber ja, hier knistert irgendwas. Irgendwo knistert aber, ja, das höre ich auch. Dann müssen wir es halt so machen. Und hier. Und da geht's weiter, das? Ja, da geht's weiter. Ja, dann mach's mit dem. Oh, das ist gut, oder? Ja, kannst du als. Kann ich dann als Erwachsener machen. Oh, mit ganzen zwei. Ja. Reicht. Das klappt, solange du sie den direkt wieder wegpackst. Ja. Eine Karte, oder? Nein. Ach, Quatsch. Sollte da denn eine Karte drin sein, Weber? Für den Dungon? Zur Map! Map! Map, yo! Jetzt musst du da auch. Ja. So. Ey, Feuer, noch mehr. Coole Treppe, nice. Das war ein krasser Raum. Okay, die Fackel. Ja, da bin ich zu klein. Jetzt muss die Jungs da weg. Ja, boah, die Bombe. Oder nimmst du die Krabbe mir? Was kommt so random aus? Weil die schon mal hat in der Hand. Oh Gott. Das sieht nach Spaß aus. Aber noch sonst. Perfekt. Klatsche für dich. Danke, danke. Klatschen muss es. Habt ihr auch alle geklatscht für Weber? Easy. Ich weiß noch nicht, was die Silber-Rookies machen, aber man sammelt sie erst. Ich hoffe, das geht auch. Dann geht man weiter mit die Handschuhe, damit man das Sonnending verschicken kann. Nein, keine Ahnung. Nee, das Sonnending kannst du so verschicken. Nein, das ist auch noch relativ klar. Ja, dann kriegst du aber auch eine Truhe. Ein Schlüssel. Wirklich? Feu. Und ich glaube, Feu. Das Feuer geht an. Wenn du die Fackeln entzünden kannst, dann das Gitter auf.
irgendwie dachte ich mir, dass du dagegen rennst. Weiß nicht warum. Sehr Klassiker. Ja. Du bist sehr klassisch heute unterwegs. Die zweite, wo ist die zweite? Oh Gott, so weit weg. Das sind übrigens drei. Oh shit, wo ist die dritte? Such die erstmal, bevor. Hinter mir. Da ist sie. Oh ne, jetzt gerade raus. Das muss einfach andersrum. Gibt eine richtige Runde? Oh, warte, Skitter. Ich glaube, das ist anders. Skitter geht mit dem Licht auf, okay. Und kaum mit den Fackeln, na gut, das muss man auch erstmal wissen. Ja. Aber man muss erstmal alle Rätsel lösen, bevor man weiß, was rechts. Ist ja unlogisch. Was? So, dann schieben wir mal ein paar Blöcke. Zeit für Schiebung! Schieb die Blöcke umher. Ich wäre auch noch hier. Also brauchst du nur den einen rausziehen, nach dem weg. So geht's auch. Ich bin leider geschickt, Quatsch. Was? Meine Methode ist ganz klar die Überlegen. Ja, ich weiß, wie du puzzelst. Und wenn ihr auch wissen wollt, wie ihr puzzelt, geht auf unseren Main-Channel. Sind da Katzen? Was? Katzen? Oh. Weil du genießt hast. Ach so, nee. Leider nein. Leider nein, leider gar nicht. So, Watch. So. Das ist ja cool, Alter. Oh, ich will eine schleudene Schulter. Da. Klapp mal den Boomerang raus. Und wegen du genießt, heißt das nicht, dass da direkt Katzen sind. Ja, kann auch Hausstaub sein. Oder Blüten. Hausstaub gibt's hier genug. Worüber lachst du jetzt halt so? Mann, nicht auf der Cam. Oder in der Cam. Nee. Das ist schon. Wie viel kriegen wir jetzt auf 50 erst das nächste, ne? 40. 40? Ja. Oh oh. Was? Das sieht nach so einem Auge der Wahrheit aus. Oh, der. Oh Mann. No. Oh Gott. Den muss man als Kind fertig machen? Ja. Scheiße. Das sind Säulen irgendwie. Gewesen, ne? Nee, aus den Säulen kommen nur Herzen raus. Du musst ihn einfach mal angreifen. Wir versuchen nicht getroffen zu werden. Oh, okay, das dann macht er nämlich ein bisschen Schaden. Jetzt trifft er doch im Schuh. Blocken kann man wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee. Hast du schon mal so eine schwere Axt mit dem Schild geblockt? Das war noch nicht. Da musst du halt aufpassen, ne? Du musst wegspringen. Schnell. Wenn er nach hinten ausholt. Oh, da kann er reinspringen. Links sieht aus wie eine Schildkröte mit seinem Schild, ja. Man kann das auch so schießen, ne? Das ist richtig. Ja, die Säule ist auch so. Die Säule geht nur durch seine Angst kaputt. Jetzt, wenn du ihn schlägst, bewegt er sich nicht mehr. Das du. Oh, die Explosion! Explosion! Der bewegt sich seine Explosion selber, geil! Fade, Sorg. Pass, jetzt wird er mal wieder gemäht. Nice. Party! Das war's. Die Dead, lol. He dead, lol. Emotionen aller Weber. Easy. GG first try. GG. Kraft und Schuh, Kraft und Schuh. Yeah. Hey, was ist Rakete? Überrascht mich zu sehen? Bisschen? Lange Jahre in der Zukunft bedeuten anscheinend gar nichts. Hier sind nur wenige Sekunden vergangen. Sogar ich hatte gedacht, dass Reisen durch die Zeit eine reine Legende seien. Rakete, du hast viel Erfahrung gesammelt. Das Schicksal Hyrules liegt von nun an in deinen Händen.
Vielleicht ist meine Zeit jetzt vorüber. Hier ist ein letzter Rat. Oh, oh. In diesem Tempel hausen zwei alte Hexen. Um sie zu vernichten, schlage sie mit ihren eigenen magischen Waffen. Mhm. Hm, Waffen. Möchtest du das, was ich gesagt habe, noch einmal hören? Nein. Na, danke. Ich werde dich weiterhin beobachten. Viel Glück. Schildkröte, ja. Vor allem hält er sich auch so die Ohren zu und sieht voll beängstigt aus, wenn er sich duckt mit dem Schild und so. Nein, bitte tu mir nichts. Ja. Oh no. Was ist da drin? Weißt du, was viel lustiger ist? Du kannst jetzt runterspringen, dann würde ich den Hauptmann reingehen einfach. Was bringt das? Die Krafthandschuhe. Trägst du sie, hast du die Kraft, mit A auch sehr schwere Dinge anzuheben. Mhm. Die gehen ab. Aber einem kleinen Jungen sind sie zu groß. Zudem hast du versprochen, sie Naboru zu geben. Halte also Wort. Okay, dann halten wir das Wort. Ah, okay, wir haben keine Wahl. Oh oh. Was ist das für ein Geräusch? Hey, was macht ihr miesen alten Weiber mit mir? Oh. Ah, lasst mich! Hm. Ihr widerlichen alten Hexen, ihr seid gar nicht aus ekligen Sklaven! Oh oh. Flüchte, Rakete! Schnell! Verdammte Hexen, sie setzen schwarze Magie gegen mich ein! Oh nein! Nicht verboten? Hab ich auch gehört. Und da fliegen sie weg auf ihren Besen. Ja. Wie unfair. Mhm. Kommen die jetzt nach Azkaban? Bestimmt. So, ich würde sagen, Kantate des Lichts und dann wieder zurück und dann machen wir Speicherpunkt. Passt das, ja. Und. Ups! Oh. The future is now! Oh yeah. Jetzt die Rakete beim Wüstenverlust.